Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Hyrule Warriors auf der Switch mit Lisa. Hallo. So, ohne große Umschweife heute direkt ins nächste Level, um euch nicht lange mit Amiibo und sonst was zu langweilen. Spielen wir das Mädchen in Grün, würde ich sagen. Was noch? Spieler einladen. Das darf ich nicht vergessen. Jupp, passt. So. Aber ich glaube, ich muss Linkel diesmal spielen. Und möchtest du einen neuen Charakter? Oder? Warte mal, Feuer ist empfohlen. Feuer ist empfohlen. Weil Zelda? Feuer haben eigentlich nur Link mit einem Zauberstab. Wer noch? Der dicke Gorone. Auch als dicke Gorone rumrollen. Und Volga. Du brauchst nicht unbedingt Feuer nehmen. Du kannst auch. Ich nehme Lana. Lana. Mit dem Zauberbuch. Mit Sternbonus. Oh. Linkel, mach dein Nickerchen. Oh, voll süß. Hey, Linkel! Hast du gehört? Schloss Hyrule wird von Monstern angegriffen. Was? Im Ernst? Selbst Prinzessin Zelda hat nicht viel gegen sie ausrichten können. Ich hoffe nur, die kommen nicht bis ins Dorf. Wenn ich ein paar Wörter übersehe, dann lese ich's. Ich weiß nicht. Dann lese ich das einfach sinngemäß vor. Bam. Was ist denn das für ein komisches Gang? Ist doch klar, ich werde diese Monster aufhalten. Also ich muss... Meine Oma hat es immer gewusst. Ich bin die Wiedergeburt des legendären Helden. So ein Zeug sagen doch alle Omas. Hier. Diesen Kompass habe ich von meiner Oma. Das ist das Zeichen des Helden. Und jetzt lasst mich gehen. Total überzeugt von dich. Warum auch nicht? So ein The Legend of Zelda mit Link. Linkel als Hauptcharakter wär auch ganz nice. Ja. Ja, deswegen ist sie nicht zum Schloss, sondern in den Wald von Firone. There once was a girl who lived in a small village. Absichtlich. She led a simple life, tending to her flock of cuckoos. Ja. Her name was Linkel. Das zeigt aber nur, dass sie nicht einen nicht besonders guten Orientierungssinn hat. Es war irgendwann ein Zelda wohl geplant mit Linkel als Charakter, aber wurde wohl noch nicht umgesetzt. She dressed the part in her green tunic. Equipped with her trusty crossbows and the ancient compass her grandmother had bestowed. Ich muss sagen, die Charakterdesigns bei Hyrule Warriors gefallen mir auch sehr. This treasured compass and a crude map were all she had to guide her way to Hyrule Castle. In no time at all, she found herself lost. Ein unheimlicher Wald. An imp in a curious mask appeared out of nowhere. Und das Horror-Kit? Lol. Das kann man auch spielen. Horror-Kit. Aber wo muss er? Ja. Horror-Kit muss erst freischalten. Na dann. Schlacht beginnen. Oh. Lana und Linkel. Da. Okay. Creepy Kid, ey. Majora's Marionette, das Horror-Kid. Hühner? Okay, Hühner auf unserer Seite, sehr gut. Okay. Ja, wir kämpfen. Brauchen wir ja noch gar. Wie? Nein, ich glaube in diesem Level haben wir keine Soldaten als Gehilfen, sondern Hühner.
Ja, Hühner. Bock, 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 bock. Das möchte ich verhindern. Au! Ah ja, mit den Armbrüsten ist geil. Ich sagte doch, das ist ein Hammer, ne? Das ist einfach geil. Das ist verschwindet. So, da hinten ist das Horror-Kit. Und dann? Oh, verschwinde. So, aktiviert. So, wo ist es? Ja. Toll. Lass die Hühner zufrieden. Ja, wo sollen wir denn? Ich guck gerade auf die Karte, da ist alles. Alles dicht. Ah, nee. Doch. Ja. Da unten ist die erste Festung endlich mal offen. Ja, ich gehe auch dahin, weil hier sind ja keine Monster. Also so gut wie keine. Da muss was getan werden. Was bringt eigentlich diese Leiste mit den Armbrüsten? Die Leiste, damit kannst du einmal so schießen. Also, kennst du das aus diesem Film von der Schießerfilme? Die so, ja, aber. Wo du dann für einen Moment so machst. Ist das was? Ja, aber wie mache ich das? Mit welchem Knopf? Pack mich was Leichteres. Ich drück einfach die Knöpfe. Ich mach das immer abwechselnd. Gedrückt halten geht nicht. Das geht auch nicht. Wie meinen das? Ah, ich glaube, ich weiß wie. Und war es gefunden. Bam. Du musst die X-Taste gedrückt halten. Also im Endeffekt ist es ein schwerer Angriff und den muss man nur gedrückt halten. Und das lädt sich ja durch normal Angreifen auf. So, da ist irgendwas mit X, da gehen wir jetzt kurz mal hin. Mein Tschatsch. Oh. Bomben. Ja. Das war jetzt auf jeden Fall nicht. Was soll denn das mit dem X? Macht doch gar keinen Sinn. Ach so, oder ach, ich glaube, das Küken muss zum Baum. Oder? Ja, muss das Küken zum Baum eskortieren. Und jetzt? Begib dich schnell zum Nordplatz. Alter, was... Was für ein Umweg man laufen muss. Oh, Moment mal. Monstertruppen bei dem Küken. Ja, mach mal. Hä? Ja, hier die Geister. Ja, die sind immer etwas nervig. Bam. Erledigt. Oh, okay, das ist bei mir. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier die anderen Gegner auch noch schnell down kriege. Zwei Zauberer sind schon mal weg, aber... Blöden Skelette, die nerven ein bisschen. Windig. Die Skelette? Bitte sind ein. Oh, ein goldenes Huhn. Cool. Dadurch, dass ich den jetzt geholfen habe, ist ein goldenes Huhn entstanden. Oh,
Voll nicht. So. Wette mit dir. Ich laufe jetzt dahin und dann ist es schon fertig. Ja. Ruhe aufmachen? Oder. Kannst du. Warum kann nur ich die aufmachen? Oh. Winkel. Ja. Bist du. Das bin ich. Okay. Und diesmal drücke ich die richtige Taste. Yay! Er hat es jetzt raus. Ein kleines Herz. So. Okay. Gultula. Ich begebe mich jetzt gleich direkt auf die Suche nach der. Ich. So. Das Miese ist halt. Ah, hier. Ja. Man muss halt echt aufpassen. Die sind kaum zu erkennen. Ne? Die sind erstens schwer zu sehen und zweitens, da wo die sich befinden, da geht die Musik immer aus. Und wenn wir beide dann unterwegs sind, dann weiß ich nicht, wann was gemeint ist. Also bei wem die Skulptur da gerade ist. Eingenommen. Und weiter geht's. Zweites Küken zum Futterplatz. Ja, ist ja gut. So, machen wir mal. Ach, du nimmst da ein. Du kannst ja die Eulenstatue da auch aktivieren. So, und jetzt muss ich mal gucken. Monstertruppen beim Küken. Okay, schnell hinrennen. Rette das Küken! Ich bin schon dabei. Keine Angst. Ich glaub nicht. So, und jetzt? Hat ja gar keinen Schaden gemacht. Bin ich nicht getroffen oder was? Na komm. Wie die ganze Zeit nur. Bam. Ha, beide erwischt. So. Küken gerettet. Gerettet. Dürfte da gleich. Ist aktiviert. Okay, Horror Kit. Und. Wie mache ich das am besten? Oder am dümmsten? So, hier. Karina. Moment. So. Cool. Entspannt. Also damit, dass sie das mit der Ocarina auch hinzugefügt haben, das gibt's ja schon seit der 3DS-Version, kann man sich einige Laufwege im Spiel sparen. Oh, jetzt sollte ich vielleicht... Hier, Magie. Bam. Ja, mit Magie macht das Koch. Ich hab Magie verstanden. Alter, die Skills, ey, die Skills. Sag du doch. Die Skills geben Kills. Ja, genau.
So, nochmal. Okay. Scheiß auf das Horror-Kit. Ich nehme mal die Festung. Oder... Oh, es kann natürlich auch sein, dass man das Horror-Kit platt machen muss, um die Festung einzunehmen. Ja, da wurde ja gesagt, besiegt. Aua, 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 aua. Mist, Schwachpunktanzeige nicht erwischt. Nein, wieder nur ausgewichen dran. Ja, Südplatz jetzt, oder was? Ah, nee. Für die Festung brauche ich doch nicht das Horror-Kit, sondern da ist der Kommandant. Nein! Das wollte ich gerade gar nicht. Sollte mich nicht folgen, ihr Blöd. Bam. Ja, witzig. Down. Okay. Okay, jetzt sollte ich mich doch kurz teleportieren. Und zwar... War die Nachtschwärmer weg. Sehr gut. Au, 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 au. Ich hauen. Haben die Monster leider so an sich. Die gerne hauen. Oh nee, Mann, ich. Ha! Was ist das? Damit wir was zu killen haben. Weißt du, er ist besiegt. Nein, nicht das Küken killen, Mann. Überleb, Küken, überleb! Nein! Das Küken überlebt? Ja! Alter, grad so. Ha! Und jetzt wurde aus dem fast besiegten Küken ein goldenes Huhn. So, dann geh ich mal da unten hin. Ich glaube, da ist das Horror-Kit. Oh, er ist oben. Er ist schon wieder teleportiert? Er sagt das, es ist einfach so ein Hin und Her. Okay, ich nehme erstmal die Festung hier ein. Steht's? Ah, gut. Alter, was war das denn für ein Angriff? Den habe ich ja von den Dingern noch nie gesehen. Vielleicht habe ich das. Dass die neue Angriffe haben, wenn sie schwer, wenn auf schwer eingestellt ist. Ja. Das wäre auf jeden Fall schon mal cool. Oder ich, oder wir haben, oder ich habe es einfach noch nicht lang nicht mehr gespielt und ich habe einfach alles vergessen. Na, ich lauf mal da hoch. Noch was an, noch ein Markus. Ja, ganz sicher. Die werden schon irgendwie gespawnt von irgendjemandem. Vor allen Dingen der Magus ist ja eigentlich sogar meistens dafür da, dass er Monster spawnt. Da aber anders war ich dann. Naja, Magus gibt's von jeder Rasse. Geht einfach nur Magus dran. So, Postenhauptmann down. Hallo? Chill doch mal. Die Schießwütige bin ich immer noch. Eck. Ja. Ah.
So, hier. Komm. Gleich da. Hey, warum? Warum haben die denn gestärkte Moral? Stand da irgendwas von? Dass die gestärkte Moral haben, die Gegner? Nee, das ist... Aber jetzt habe ich gerade die Moral wieder gesenkt. Oder die Moral ist wieder gesunken. Ey, ist das der... Ist das Horror-Kit jetzt schon wieder da oben? Da unten? Ja. Das... Ich bin gerade eben hochgelaufen. Kill nur ein paar andere Monster. Und das spawnt schon wieder woanders. Ja, bleib liegen, Nachtschwärmer. Mach's Nickerchen. So, Festungskommandant. So, jetzt haben wir alle Festungen eingenommen. Jetzt. Hier. Nein, ich wollte die Ocarina noch mal spielen. Das ist ein bisschen blöd, dass das ganze Gameplay dann anhält. Deswegen habe ich mich halt da runter teleportiert, damit ich... So, jetzt hier. Bam. So, und jetzt? Versuche auch mal die Ocarina zu nehmen. Ein bisschen kürzer. Ja, aber dieses Gameplay anhalten ist... Fuck! Das ist auch golden. Goldenes Rührei, jawohl. Natürlich, warum nicht? Aua, 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 aua. Ah, der Kompass leuchtet. Was ist das? Oh, Erleuchtung. Ja, frage ich mich gerade auch, was das ist. Was macht das Ding? Hey, ich sehe gar nichts mehr. Er ist geblendet. Hier, aufs Maul. Bam, bam. Was hat was? Aua, aua, aua. Okay. Aua, 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 aua. Ja, Schwachpunktanzeige. Oder auch Zeit. Ich darf, ich glaube, jetzt nicht nochmal von dem getroffen werden, sonst. Ist es vorbei. Glaube ich. Nein, 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 nein. So? Aua, aua, aua. Er hat Schuld. Nein, Alter. Ach, Mann, ey. Geil. Vom letzten Checkpoint. Bitte. Ach, Mann, ey. Oh. Nö, oder? Oh. Super gemacht. Alter, ey, so lang ist der letzte Checkpoint her? Meine Fresse. Jetzt sagen typisch. Wieso? Oder ist das eine Beleidigung? Das sehe ich als Beleidigung an. Oh Mann, ey. Ja, ist ja gut. So. Also, wir müssen echt aufpassen mit unseren Herzen. So, jetzt reicht's mir. Was meinst du, warum ich immer die B-Taste gedrückt halte, damit mir das nicht passieren kann? Treffen. Spezialattacke. Bam. Nein. Mich triffst du jetzt nicht nochmal. Nein. Och man, ich wollte... Nein, 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 nein. Weg. Ja.
Schwachpunktanzeige, Mann. Na. Ich kann auf den Festungskommandanten ein, obwohl er schon längst tot ist. Ach, du grüne Neune, ey. Oh, okay, ich glaube, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich meine ich Herzen. Ich mache hier oben die Nachtschwärmer wieder voll. Nerv ich jetzt? Ja, mach mal. Ich guck mal, dass ich ein bisschen Herzen auffülle. Das ist gerade nämlich bei mir sehr am Limit. Leben am Limit. Wobei, ich bin ja auch blöd, ne? Ja. Ah. Geheilt. Ich habe einen Trank getrunken. Ah, das Horror-Kit macht ja auch fetten Schaden. So, das ist mir jetzt ein bisschen zu sehr wieder Umweg. Deswegen teleportiere ich mal schnell dahin. Au. Und dann geht's hoch zu Festen. Nachtschwärmer wurde entfernt, alle beide. Bam, 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 bam. Nein, 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 nein. Wie das blöde Kind sich immer freut, wenn es mich trifft. Kurz. Nee. Ja. Jetzt mache ich das Ganze ein bisschen schneller, weil wir hatten zwar. Oh, 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 oh. Nein. Nein, weg. Hier, kurz mal. Herzen. Ja, genau. Meine Dinge? Welche? Ah. Kann ich gar nicht. Ja, du musst den Trank auswählen und dann ZR drücken. Okay. Leck mich. So, jetzt nochmal hier. Horror Kid ist gleich down. Wird Zeit, ey. Wird Zeit. Nein. Ja, down. Och man, jetzt komme ich zu spät. Ich hab das nicht geheilt. Ja. Verzeih mir, ich habe auch bestimmt keinen Schabernack mehr. Ist das ein Versprechen? Na gut, dann vergebe ich dir. Also, man sieht sich beim nächsten Diebstahl, ja. Super Aufbau, ne? Hm. So, aber diesmal, jetzt haben wir die Mission geschafft. Ja, man kann auch mal verkacken. Ja, wir spielen ja auch auf schwer, also. Das ist jetzt die Ausrede dafür. Ja, ich dachte, ich schaff das, aber der hat mir dann doch zu viel Schaden gemacht. Bisschen mehr Ermutigung. Ich schaff das. Vowing to restore peace to Hyrule. In her hand, she clutched her grandmother's precious compass. But before long, a mischievous imp had stolen the treasured possession. Linkle chased down the imp and tried to retrieve the compass. Wird jetzt das nochmal erzählt, was wir gerade in der Mission gemacht haben? Denke ja. To her struggle, the compass began emitting a mysterious light. It seemed to be reacting to her. Linkle recovered it. Hung it from her neck and vowed never to lose it again. The compass's light was quite a mystery. Seht ihr das? Fünfblättrige Kleeblätter. She didn't know what secret power it might hold. Ganz viel Glück. It had to be a sign of her status as the legendary hero.
Na, da hätte jetzt stehen müssen, die legendäre Heldin. Ja, Erzelt ist aber geil. Habe ich schon mal gesagt, aber kannst du immer wieder sagen. So, Mission würde ich sagen beendet. Wenn ich nicht einmal verkackt hätte, dann hätten wir wahrscheinlich ein bisschen mehr bekommen. Materialbonus. Schwert der Göttin für Fei, Schwert der Göttin, Platinrapier. Hey, ist überhaupt freigeschaltet? Ich hab keine Ahnung. Horror-Kids Hut. Alles nehmen. Und ein Bildfragment. Du besitzt 3 oder mehr Bildfragmente. Die Stufe des Basars ist gestiegen. Nächster Anstieg bei 12. Elixiere wirken stärker. Und im Trankladen kannst du mehr Tränke herstellen. Aha. Okay. Guck kurz durch. Trankladen. Ach so, ja, die Tränke. Da konnte man auch noch mal was verwenden. Genau, die Tränke. Die Tränke können wir verwenden, wenn wir in der nächsten Schlacht mehr droppen wollen. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt momentan noch so sinnvoll ist, weil wir müssten ja im Endeffekt erstmal die Stufe 3 Waffen freischalten. Und dann könnten wir darüber nachdenken, Sterntränke zum Beispiel zu benutzen, damit die Waffen, die man erbeutet hat, mehr Sterne haben. Oder mehr Sockel. Oder dass man mehr Sachen droppt. Aber mehr Sachen droppen könnte man eigentlich. Das ist eigentlich immer gut, das ist praktisch. Dann machen wir das mal vor der nächsten Folge dann. Oder in der nächsten Folge. Guck nochmal ganz kurz durch. Ja, super. Die Elementar abwehren können wir alle. Lalala. Mehr Materialien droppen wäre praktisch. Na, damit man. Ja. Gewappnet. So, hier. Dim. Ja, okay. Midna vielleicht noch. Ja, Midna, ja. Midna. Ich spiel's ja auch gern. Richtig. Midna. Lalala, Flasche. Flasche! So. Barores Donnersturm. Bei könnte man auch noch schnell. Bei wird man auch nicht. Ja. Lalala. Und die Hilfsmedaille nehmen wir. Hatte jetzt gerade ernst? Du hast eine Flasche erschaffen. Oder habe ich das falsch gelesen? Das hat bestimmt, du bist eine Flasche. So. Ja, dann war's das wieder für heute. Genau. Im nächsten Part würde ich sagen, können wir ja. Widmen wir uns der Schlucht. Ja, der Ranell-Schlucht können wir uns dann widmen. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, Däumchen nicht vergessen, wäre ich sehr glücklich drüber. Wenn nicht, unten in die Kommentare schreiben, was verbesserungswürdig ist. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Genau. Tschüss.